Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Palworld-Stream. Heute startet es mal in der, im Hauptbildschirm. warum seht ihr sofort, wenn ich gleich gestartet hatte? Also gestartet haben werde. Ich wollte das Ei schon mal, das ich ja heute ausbrüten wollte, schon mal in die Box legen und kurz danach ist wieder ein Raid passiert. Und das mit neuen Gegnern und ja... Das wollte ich natürlich onscreen haben mit den neuen Gegnern. Deswegen bin ich jetzt hier im Hauptmenü. Ja. Das ist ja große Erklärung, warum ich vom Menü aus starte und nicht in-game. Weil wenn ich jetzt hier rein starte, haben wir direkt einen Raid vor uns. Und Achso, der Raid wird abgebrochen, wenn ich aus dem Spiel rausgehe. Okay, als ich nämlich gerade eben drin war, da hatte ich einen Raid hier vor mir. Da hinten schwebt ein Mammut in der Luft, das hinterfragen wir gar nicht. Du, komm mal mit. Du hast einen Job. Und zwar hier oben. Das Holzfällelager ist dein Leben. Wo ist Affe? Ei habe ich schon hier in das Inkubator-Ding getan. Das feuchte Jumbo-Ei, was wir letztes Mal gefunden haben. Das hatte ich mir ja extra aufgespart, weil... Ja, ich wollte was Besonderes für diese Folge auf jeden Fall haben. Später für YouTube. Und auch für diesen Stream. Ich suche gerade Affi. Wo ist der Affe? Wer hat dir gesagt, dass du aussehen sollst? Ich bräuchte jemanden, der rein fürs Holzfällen da ist. So, herkommen. Du willst schlafen? Ja, bitte. Brauchst ein Päuschen. Das habe ich verstanden. Braucht noch eine Pause. Hier werden gerade weiter fleißig Beine für mich gemacht. Die nehme ich mal mit. So, was waren unsere großen Ziele auf jeden Fall? Das Ei. Ich gehe mal eben kurz nochmal hoch. Ach, da. Und da ist der Überfall. Der hat sich auch mal nur nach hinten deswegen verschoben. Lovanda heißen die. Jetzt können wir auch die Armbrust endlich einweihen. Einer ist tot. Ich wollte beide eigentlich fangen. Danke. Nein. Ja, genau. Ist erstmal was. Und dann muss ich schnell greifen. Ich wollte eigentlich erst abbauen gehen als allererstes. Aber zuallererst muss ich die mal hier ihrer Bestimmung zuordnen. Ich brauche nämlich dringend welche, die Holz abbauen. Ich bräuchte jemanden, der generell nur Holz abbaut. Ja, beim letzten Mal hatten wir hier mehrere Etagen gebaut. Ich schreibe mir eben kurz mal hier einen 20-Minuten-Wecker, damit ich in 20 Minuten hier wieder stehe. Weil ich will ja live dabei sein, wenn mein erstes Kind schlüpft. Im Übrigen, ich habe Kollegen schon gefragt, ob sie eventuell mitmachen wollen. Also den einen oder anderen. Und... Jein... Also, es würde jemand beispielsweise mitmachen, beispielsweise Akaya. Aber sein PC würde es nicht packen. Jetzt konnte ich einmal ganz sehen, wie gut die Armbrust ist. Einfach über 1000 Damage. Also, beim letzten Mal hatten wir unseren ersten Boss besiegt, ne? Das ist schon mal eine der wichtigsten Sachen, die wir direkt ansprechen können.
Wir hatten ein Dorf gefunden und wir haben unser erstes Reittier auch beim letzten Mal entdeckt. Das auch tatsächlich gut ist. Im Wolf. Größte Bereicherung in meinem Leben. Ich hatte noch was im Paldix. Stimmt ja, wir haben hier einen neuen Gegner gerade eben gesehen. Hier, diese Lovanda. Ich spreche mal nicht an, wonach die aussehen. Okay, die Kühlbox wollte ich bauen. Die kann ich auch bauen. Die Kühlbox, die kommt direkt hier unten hin, würde ich sagen. Ich gucke gerade nur an welche Wand. Genau, helft mir mal, Leute. Dann geht das hier schnell. Weil da können wir ja unser Essen drin lagern. Und hauptsächlich schmeißen wir da jetzt auch hauptsächlich das Essen rein. Da drin hält es ja wesentlich länger. So, und als zweites brauche ich die Palsphärenwerkbank. Habe ich die überhaupt schon freigeschaltet? Glaube nicht. Die Enterhakenpistole will ich auch noch haben. Die konnte ich noch gar nicht freischalten. Die Megasphären, die schalte ich mir auf jeden Fall frei, damit ich besser hier Viecher fangen kann. So. Dass das einmal haben und die alte Spitzhacke. Ansonsten habe ich momentan gerade nichts, was ich von ihr haben wollen würde. Komm mal her. Ich will auf die andere Seite. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden. Ich will nochmal versuchen, die einzufangen, die ich beim letzten Mal nicht mitnehmen konnte. Ja, dich beinhaltet das. Rein da. Sag dir rein. Ich habe noch ein paar Bälle. Ich hab ihn. Fange 20 verschiedene Arten von Pals. Geübter Paltrainer. Das Herdenmitglied mit dem prächtigsten Geweih wird zum Anführer gewählt. Ecktieren wir mit abgebrochenem Geweih. Jetzt darf ich das wieder hier weiterlesen. Mit abgebrochenem Geweih verlassen die Herde und sterben irgendwo, wo niemand sie sehen kann. Er ist ein reiner Holzfäller! Jawollo, genau das, was ich haben wollte. Eigentlich müsste ich direkt noch einen von denen sammeln. Der ist sogar Stufe 2 in der Hinsicht. Oberstes Ziel direkt erfüllt. Kämpfen die gerade gegeneinander? Ich könnte abstauben. Ich lasse die ein bisschen gegeneinander boxen. Ich staub dann hinterher ab. Ein bisschen Schaden sollte ich mit der Armbrust schon machen.
Dich habe ich noch nicht. Rein da. Dich konnte ich beim letzten Mal nicht fangen. Fixie, das Darling von ganz Pagos. Wer Fixie piesackt, macht sich ganz schnell die ganze Welt zum Feind. Ich piesacke die aber gern. Der ist mit so viel Schaden. 0%. Ihr wollt Stress mit mir? Angriff. Hat er denn wenigstens was getroppt? Hallöl und Mammut-Setfleisch. Ich lege mich nicht mit dir weiter an. Ich wollte abstauben. Ich hatte gehofft, dass ihr beide gleich viel Leben am Ende übrig habt. Bleib in der Nähe. Ich will dich haben. Danach muss ich, glaube ich, mal langsam wieder zurück. Okay, das Vieh habe ich auch. Wenn dieser Paar genug zu essen hat, reifen auf dem Busch auf seinem Rücken Bären. Potenziellen Partner bietet Kapazität seine Bären an. Hat sich dieser satt gesessen, werden die beiden ein Paar. Ich weiß nicht, ob ich den Fuag hatte. Habe ich den Fuag letztes Mal eingesammelt? Ja, habe ich. Okay. Spitzhacke raus. Runter von dem Tier. Absammeln. Genau, du gehst dich mal um unseren Krawallmacher kümmern. Boah, das Marmorfleisch. Okay. Wenn muss ich jetzt zurück? Kommst du bitte in meine Richtung, Sunny? Danke. Ich muss den Rückweg noch irgendwie hinbekommen. Als ob. Keine weiteren Fragen. Oh, dich habe ich auch noch nicht. Nein! Der andere Spacken hat ihn umgenietet. Ein Moment. Zumindest ein bisschen konnte ich mein Gewicht verringern. Sonst noch irgendwas, das ich eventuell wegwerfen kann? Komm. Jetzt bin ich unterhalb des Gewichts, jetzt kann ich wenigstens anständig laufen. Du brauchst noch 3 Minuten. Es reicht, dass ich eben kurz in den Pydex gucken kann. Capacity. Farmarbeit und Aussaat. Den sollte ich eventuell hinsetzen. Fixie ist ein Sammler. Und macht auch Farmarbeit. Die Frage ist, was genau liefern die mir, wenn ich die Farmarbeit machen lasse? Der liefert mir wahrscheinlich Fell. Also wieder Wolle. Sonst habe ich keinen gefangen, ne? Die Zeit reicht, dass ich eben kurz... Firebox Management...
Du ziehst jetzt ab sofort mit mir durch die Welt. Der ist viel besser dafür geeignet. Kai kommt auch wieder mit mir mit. Dafür lasse ich ihn hier. Und einfach nur, weil ich wissen will, was der Fixie macht. Hier in der Basis. Unser Ei schlüpft gleich. Ja. Das heilige Ei, das schlüpft gleich. Ja. Es schlüpft gleich. So, während ich hier warte. Die Megasphäre wird erforscht und die Sphärenbank. Entsafter. Stimmt, den kann ich mir dann auch gönnen. Kloppen die sich? Der arbeitet an der falschen Stelle. Da ist dein Zuständigkeitsbereich. Oh no. Was kostet mich denn der eine Spaß? Den Safter braucht Bauteile. Dafür brauche ich Nägel. Die kann ich halt gleich anbauen. Beziehungsweise die kann ich ja schon mal einen Auftrag geben. Immer so viele Nägel wie möglich. Jetzt wird das Ei beobachtet. Ich will live dabei sein, wenn es schlüpft. Mein erstes Kind. Ich frag mich, was da drin ist. Es brütet. Wartet, Leute. Hätte ich gewusst, dass ich drücken muss, dann hätte ich das einfach letztes Mal laufen lassen und dann heute ausgebrütet. Jetzt weiß ich's ja. Ich habe ein Panking bekommen. Ich habe auf eine Sequenz gehofft. Ich wurde leider enttäuscht. Panking. Sieht aus wie eine Evolutionsstufe von dem. Dieser Paar ist nicht mit Pengulett verwandt, genießt aber die Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt und spielt mit Freuden den Part. Ist in allem besser als der Pengulett, nur dass er auch noch Bergbau betätigen kann. Ja, lass ich ihn mal rumlaufen. Ist besser als der Pingo, den ich jetzt schon habe. Hauptsache er sammelt Holz. Du hast sie wenigstens in die entsprechende Kiste. Habe ich jetzt eigentlich neue Sachen freigeschaltet? Für den Rushbohr gibt es einen Sattel. Den kann ich mir herstellen. Für diesen Hirsch gibt es auch einen. Mit dem nächsten Level kann ich den Nightwing endlich reiten. Dann kann ich, glaube ich, fliegen. Oh, ist in der Tür eingeschlafen. So, jetzt brauche ich nur die Palliumbruchstücke. Die Palsphärenbergbank ist fertig. Also das Material, die kommt hier oben hin. Hilf mir. Hier kann ich die Sphären an sich im Auftrag geben. Sind die hier wenigstens billiger?
So. Lager kann verbessert werden. Ich kann jetzt ein zweites bauen. Mühle, Weizenfels, Kochtopf ist nächste Aufgabe. Alles Sachen, die ich noch nicht mal ansatzweise herstellen kann. Aber wir können jemand einen weiteren noch zum Arbeiten zwingen. Ich könnte ihn dazu bringen. Dann habe ich jemanden, der rein für die Aussaat zuständig ist. Er wäre rein fürs Sammeln. Na komm, mal ein Sammler. Was genau sammelt er denn? Nee, besser. Bei ihm ist Wahrscheinlichkeit höher, dass er die Arbeiten macht. An den ganzen Sachen hier. An den Werkbänken. Ah, ohne das Teil kann ich hier gar nicht an die höheren Werkbänken ran. Ohne die Fährenbank. Und die Kosten davon sind halt nur, dass auch noch Metallbahn zusätzlich kommt und Stein und Holz um 2 erhöht sind. Na gut, das geht ja dafür, dass ich dann besser fangen kann. Hat sie Sphären gemacht? Ich muss mal beobachten. Wo ist Fixie hin? Du, herkomm! Du wirst gerade woanders dringender gebraucht. Es ist schön, dass du die Fackeln am Leben hältst. Aber kümmere dich erstmal um das Marmorsteak. Ich sagte, um das Marmorsteak sollst du dich kümmern. Du fauler Hund, du. Genau sammelst du? Ach, es ist wirklich so, das Tier gräbt hier diese Sphären aus. Das kann alles Mögliche ausgraben. Und das hier? Gut, ich will ja eigentlich nicht, dass es auf die Viehfarben geht, ne? Ich hoffe, der bricht ab und zu das ab. Und geht mit der Aussaat helfen. Ansonsten würde ich ihn jetzt direkt auswechseln. Der von sich aus hier. Wenn er jetzt nicht von sich aus, von da hinten aus dahin rennt, dann wechsle ich den definitiv aus. Nee, der macht nur das Weiden und ich brauche nicht jemanden, der nur dafür da ist, noch mehr von diesen Bären zu produzieren. Ich habe so schon zu viele. Dann habe ich jetzt hier auch noch einen reinen Sammler. So, wir machen unsere ersten Megasphären. Ich hatte zwei Flaschen, die aber gut genug sind, dass ich mir so einen Mammut beispielsweise mal fangen könnte. Ach, wir haben keinen für Kühlung gerade. Na gut. Haben wir einen Job für den Igel. Der hat seinen Dauerjob gefunden. Na komm, mach das alles an einem.
baue wirklich jetzt eins von diesen Bärendingern ab. Ich glaube, zwei reichen. Weil bisher habe ich nicht ein einziges Mal Bärenprobleme gehabt. Jetzt wieder sehe, dass ihr da draußen den Scheiß am Abbauen seid, ne? Heilfreunde Hardliner. Okay, so weit kann ich nicht schießen. Komm mal her. Machen wir es uns einfach. Ich weiß doch eh, dass ihr hier nicht hochkommt. Wie da vor allem asiatische Sprache ist. Weil das Teil nicht weiß, was es damit anfangen soll. Ach, einer steckt wieder da hinten fest. Liga der Pall-Freunde. Wir haben uns heute versammelt, um unsere Freude an dem Pall zu verkünden. Zuerst kann ich ja mal an dir gucken, ob sich die Prozentzahl geändert hat. Ja, so ums 14-fache. Also die scheint auf jeden Fall was zu bringen. Es ist deutlich höher. Das Fleisch dabei, das wollte ich auch mal irgendwann mal machen. Ich jetzt da hochgehe und der nicht mehr am Holzfällen ist, ne? Der riecht mich auf. Ist mal was? Du willst unbedingt draußen arbeiten? Bitte. Dann stell ich hier halt nach draußen. Hauptsache, du stellst dich da dran, du Penner. So, macht euch anständig nützlich. Das, was ihr da bisher macht, ist Unsinn. Menschenskinder. Wieso komme ich noch vom Platz? Einer ist krank? Wer ist krank? Er hat einen Knochenbruch. Unser Schwein. So, erstmal, damit ich überhaupt vom Fleck komme. Wir haben noch Medizin. Erschöpfung, Verstauchungen. Ich frage nicht, wieso die Pillen beim dem Knochenbruch helfen. Ich nehme es einfach mal hin. Wo bist du hin? Da. Ich fütter dich einmal damit. Gern geschehen. Mein erster Patient. Ich glaube, du brauchst wirklich eine größere Tür.
Ja, dieses Tor. Das müsste ich mir mal holen. Dann käme der hier auch durch. Jetzt ist der erkältet, der Junge. Hatte ich nicht irgendwas gegen Erkältungen tatsächlich? Magengeschwür. Nee, gegen Erkältungen besitze ich nichts. Ach doch, die schwache Medizin funktioniert dort. Ich muss ihn einmal zwangsweise dazu bringen, dass er eben kurz mit der Arbeit aufhört. Ich muss sowieso die Nacht skippen. Lass mich dir helfen. Mein Gott. Jetzt bleib hier. Mein Gott, schlimmer als jedes Kind. Tschüss. Da ist ein Dasi drin. Ich lasse dich da raus. Dasi ist oft nett zu einsamen Palt. Sobald sich einer davon aber fälschlicherweise mehr ausmalt, klärt sie das Missverständnis mit einem gezielten Glitcher direkt wieder auf. Was kann der? Oh, der hat eine riesige Essensmenge, der große Pinguin. Der muss ja richtig schlucken. Da ist der. Ach, habe ich einen schon mal für Stromerzeugung. So elektrische Sachen kommen später auch noch. Oh, hier ist nochmal so ein Hirsch. Oh, wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, ihn zu fangen. Jawollo. Da war diese Höhle, die ich letztes Mal im Blick hatte. Gehen wir in unsere erste Höhle. Oder besser unseren ersten Dungeon. Wir haben heute viele erste Male. Komm her, mein Flammenwerfer. Oh, hier gibt es viel Palladium.
sehe hier auch Erze. Oh. Da ist ein Mau. Rein da. Sag da rein da. Mau, das verhärtete Gewebe an der Schweifspitze degeneriert nicht, wenn man es abtritt. Aufgrund des Aberglaubens, dass ihre Schweifspitzen Geldsegen bringen, mussten schon viele Mau ihr Leben lassen. Oh. Genau machen die Mau an Arbeiten. Farmarbeit. Sind wahrscheinlich Geldmaschinen. Da ist ein Fudler. Rein da. Oh, er scheint ein schwierigerer Fall zu sein. Die großen Krallen dieses Pals sind hart wie Diamant. Allerdings muss Fudler den Großteil seines Tages darauf wenden, diese zu wetzen. Ich habe ein Level up. Auch wieder ein Bergarbeiter, Handwerker, Transport. Der hier scheint irgendwo in der Höhle rumzuspüren. So, das Holztor brauche ich. Das Weizenfeld. Dann gönne ich mir noch den Sattel. Ich brauche eh ein weiteres Level up. Oh, man kann schwimmen in dem Spiel. Hier sind wieder Wilderer. In D-Dreams. War es nicht Tag, als ich hier reinging? Headshot. Nicht mal was gedroppt. Ach, den Statuspunkt. Ja, ein Gewicht. Kann ich mir mitnehmen. Ich würde gerne diesen Kalamari hier irgendwo sehen. Ich habe mich sowas von hier drin verlaufen. Diese Kiste. Sie stand so nach dem Motto, hier kommt ein Boss, wenn du mich öffnest. Da ist der Kalamari. Stehen geblieben. Hallo? Peng, peng, balla, balla. Nein, den solltet ihr nicht killen. Ah
Alles wegen den scheiß Wilderer. Oh, doch den Kalamari. Den habe ich noch nicht. Kalamari beißen sich am Hals ihrer Opfer fest und saugen sie aus. Stößt man auf eine Palmumie, handelt es sich meistens um das Opfer eines kalten Kalamari. Bist ja sehr aggressiv drauf. Ach, du bist ein Transporter und ein Sammler. Okay, dich werde ich auf jeden Fall irgendwo einsetzen. Du kannst nämlich das ganze Zeug sammeln. Du kommst als nächstes da ins Lager und arbeitest. Ist das hier der Ausgang? Inermann Starling, fix sie. Habe ich hier gerade einen Bosspunkt gefunden? Ja. Angriff! Flammenwerfer! Wieso wählen wir ein großes Fixie? Das gönne ich mir mal. Haben wir aber schon wieder zu viel. Seltener Pelz. Sie haben ein Bauteil gedroppt. Ich brauche aber immer noch den Weg raus. Bist du nach draußen? Ja. Okay, ich muss so einen Kristall finden, um rauszukommen. Ja. Naja, ein paar neue Gesellen habe ich ja. Und ich habe einen besseren Fixie. Da ist auch wieder ein besseres Kativa. Die Fixies tauschen wir miteinander. Guck mir auch mal eben kurz die Details zu dem hier an. Er ist effizient im Bergbau. Aber es ist doch kein Bergbau und ein Tier. Das ist ein Workaholic. Das hier gräbt Goldmünzen aus. Dafür brauche ich einen Halsband, das heißt, das ist ein Mitstreiter. Och, er ist eher so zum Mitnehmen. Und der Fudler? Oh, der spürt Erzvorkommen auf. Wenn du sie auch noch abtransportierst, wäre noch schöner. Gut, du wärst besser als das Schwein. Aber du kannst dich auch um Handwerkszeug kümmern und das Zeug auch abtransportieren, was du da abbaust. Außerdem scheint mir das Schweinchen eine Mimose zu sein. Junge, hat es viele Palfen-Sphären ausgegraben. Die normalen brauche ich nicht mehr anbauen. Nicht mehr herstellen. Ich glaube, ich muss an einer Seite einfach eine Tür weglassen. Wenn ich wenigstens hier eine größere Tür basteln könnte.
So müsste der eigentlich durchkommen, aber ich hätte gerne eigentlich keinen Durchzug. Schönste Metallbahn. Erstmal kurz Inventar leeren. Kann ich mir den Nightwing-Sattel machen? So, ich habe den Nightwing-Sattel. Komm her. Ja! Geilo, ich kann fliegen. Er braucht dabei auch Ausdauer beim Fliegen. Dann fliegen wir mal da hoch. Okay. Machen wir eben kurz neue Ausdauer. Er braucht einen Glider. Ich hab einen Vogel. Hier oben, außer dem blau leuchtenden Ding, was ich gerade eben gesehen habe, nichts. Ich habe hier schon mehr erhofft. Gleich auf dem Turm? Ja, hier oben ist was. Irgendwas musste ja hier sein. Kann ja nicht sein, dass ich dafür bestraft gefühlt werde, wenn ich hier hochkomme. Na gut, ich habe jetzt einen fürs Sprinten und einen fürs Fliegen. Ich würde halt trotzdem noch den Wolf mitnehmen. Weil der Vogel ist halt nicht mal halb so schnell wie der Wolf. Aber ich kann fliegen mit ihm. Kann ich doch bestimmt one-hitten, wenn ich gut ziehe. Ich werde das sowas von bereuen. Hat keiner gesehen. Und ich sehe auch keine Leiche. Kann ich von seinem Rücken aus schießen, wenn ich fliege? Oh, ja. Kann ich. Richtig gut. Dank für die Pulsfähren. Das ist sehr freundlich von dir. Damit kann ich arbeiten. Hier. Weil du so doof bist. Oh, aber 500 Holz. Wie kann ich mich noch bewegen? Ich habe das dreifach an Übergewicht, als ich schleppen kann.
Also Holz habe ich jetzt. Eine ganze Menge. Schlepp mich, Vogel. Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar so ein bisschen mich nach vorne gebackt. Ich komme langsam näher. Ich bin alter Mann. Ich kann nicht mehr so schnell. Jetzt habe ich jetzt auf jeden Fall eine Menge. Kann ich jemanden haben, der fürs Sortieren einfach zuständig ist? Ich könnte die den ganzen Tag da kaputt flamen. Sortiert die Scheiße doch mal richtig ein. Und nicht so wischiwaschi. Oh, ich kann die Enterhakenpistole basteln. Kann ich sonst noch was von den, für den Saft, da brauche ich 5. Also heißt die Antwort direkt nein. Ja, baue ich mir den Enterhaken mal. Es kommt doch gerade jemand angesprochen, der mir beim Erarbeiten helfen will. Oder auch nicht. Das war wieder die falsche Taste, mal wie immer. Und der Grüne bei der fliegt wesentlich häufiger. Kai, hilf mir hier einfach mal. Die sind alle zu faul. Ich will mal kurz gucken. Obwohl der eine so eine riesige Futtermenge hat, verbraucht sich das Zeug immer noch nicht so wirklich. So, wie nutze ich das denn? Das ist die große Frage. Wie benutze ich den Enterhaken? Muss ich das einfach ausrüsten? Okay, den kann ich unendlich oft schießen, aber der hat offenbar eine Reload-Zeit. Die Reichweite ist ja nicht besonders hoch. Ich will mich damit mal mein Gebäude hochziehen. Als ob das selbst zu kurz ist. Hat die Super-Enterhaken-Pistole eine höhere Reichweite? Ja, erhöhte Reichweite. Diese tragbare Laterne will ich auf jeden Fall haben. Ich gucke hier gerade mal so ein bisschen halt durch. Hier alles noch gibt. Unglaublich. Na gut. Ich habe ja richtig viel bisher erreicht. Dich will ich auf jeden Fall verbessern. Na, ich kann nur das Arbeitstempo erhöhen. Warte mal, bei dir erhöhe ich den Angriff. Kann ich das auch nutzen, während ich Übergewicht habe? Oh, damit komme ich selbst bei Übergewicht voran. Das ist sehr gut. Okay, die Enterhakenpistole, die mag ich.
Ich mache mir jetzt auf jeden Fall ein paar Megasphären. Die werde ich gut gebrauchen können. Kann es sein, dass diese Rauchteile mir zeigen, wo Dörfer sind? Ich brauche ich, um darüber zu kommen. Das ist schon wieder so ein Dungeon. Okay, ich wollte probieren, ob ich das Teil auch vom Rücken aus von dem Tier nutzen kann. Was ist, wenn ich damit auf einen Menschen schieße? Okay, dann passiert nichts. Headshot. In der Nähe lief dieses Elektro-Ding rum. Hier ist eine Kiste. Den Leafmunk, den habe ich schon, ne? Marke, nee, den Leafmunk, den muss ich noch fangen. Rein da. Leafmunk hat die Intelligenz eines 5- bis 7-jährigen Kindes. Ist generell als Partner geeignet. Ab und zu hört man allerdings auch von Fällen, bei denen Leafmunk, die gern gelernt haben, mit einer Waffe umzugehen, ihr Meister abwuchsen. Das Abwuchsen, das hatte ich noch lesen können, bevor es weg war. Arzneimittelherstellung? Okay, habe ich dafür auch mal jemanden gefunden. Aber ich würde lieber welche finden, die halt sich komplett darauf spezialisieren, damit sie halt nicht bei den anderen irgendwie dazwischen funken. Das Megafleisch, das ist, glaube ich, abgelaufen. Das verschwindet dann ja einfach. Ernst, ich kann es nicht so verwenden. Ich wollte doch nur hier hoch. King Parker. Ja, probieren wir es mal. Warum mischst du dich ein? Die hat eine Arschbombe auf mir gemacht und ich war tot. Da oben ist es. Ich sehe es. Ist meine Rüstung beschädigt? Ist es mir auch bewusst?
rein da. Market. Während der Trockenzeit sind diese Pals besonders empfindlich und gereizt, sodass wegen jeder Kleinigkeit direkt die Funken fliegen. Stromerzeugung. Na gut, Stromerzeugung war klar. Oh, da ist wieder ein Ei. Ein saftig grünes Ei. Hallo. Oh, das ist ein Lager. Okay, daran kann man auch Lager erkennen. Headshot. Kann wieder so einen Igel befreien. Ja, warum nicht, ne? Weil ich den Safter habe, nutze ich dann doch. Ihr kümmert euch um die, ich kümmere mich hier drum. Das ist ein gratis Igel. Dachte erst, was rennt da unten rum? Sind schon wieder Wilderer. Ein Joltok. Oh, umgebracht. Ich wollte ihn nur vorschwächen. Die halten so wenig aus. Es war eine Elektroversion von diesem einen Lebewesen. Was macht denn dem Wilderen da gerade so viel? Ach, die legen sich mit den Affen an. Ich helfe mal den Affen. Ich würde aber gerne noch mal so einen Joltok hier irgendwo sehen. Weil ich will sie ja alle einmal fangen. Ganz allein schnapp ich sie mir. Pokémon. Okay, instant tot. Rein damit hier. Stößt mir zu schnell. Joltok, gibt man Joltok einen Stoß, setzt es eine gespeicherte seine gespeicherte Elektrizität frei. Die dabei erzeugte Spannung von über 1 Million Volt macht ihn zu einer gefährlichen improvisierten Wurfwaffe. Und was genau? Also du bist wahrscheinlich ein reiner Stromerzeuger, aber trotzdem. Schon wieder irgendein neues Vieh, das an mir offenbar vorbeigezogen ist. Da, Joltok. Reiner Stromerzeuger. Das finde ich auch ganz gut, wenn die irgendwas einfach nur komplett darauf spezialisiert sind. Tschüss. Da, da ist das Incineram. Sind sogar zwei Lebewesen, die ich noch nicht habe. Den einen fange ich gerade schon mal. Den Lies Punk sucht immer nach der kurzen Pose. Gibt man diesem Fall ein Spiel, kann er stundenlang davor pausieren. Pausieren. Ich mach erstmal den Wilderer da hinten weg. Geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. So, den nächsten in die Box. Incineram. Pickt nachts seine Beute ein und zehrt diese dann in sein Revier. Welches Schicksal einen unglückseligen Pal danach erwartet, kann man sich vorstellen.
Diese Armbrust. Ich habe einen Rubin gefunden. Und Lore. Zoe Ragnis Tagebuch. So, erstmal suche ich die Einträge. Ich will nämlich wissen, was die können. Oh, das ist auch ein Feuerzeuger. Außerdem kann er Handwerk und Bergbau und Transport machen. Er ist ein Sammler, Handwerker und Transporter. Also ein reiner Logistiker. Da will ich mal hin. Komm her. Oh, guck mal, diese Joltoks geben offenbar auch Licht. In der Richtung. Hier ist nochmal so ein grünes Ding. Stimmt, die kann ich ja jetzt auch alle richtig gut sammeln. Kann ich mein Fanggeschick mal erhöhen? Ich sehe gerade null, wo ich lang fliege. Ich habe mir nur markiert, dass da hinten ein Schnellreisepunkt ist. Und da will ich gerade hin. Hier ist auch Lore. So, Schnellreise freigeschaltet. Und noch eine Lorgen. Dann können wir uns jetzt zwei Dinger einmal durchlesen. Erstmal die Notiz des Schiffsbrüchigen von Tag 8. Zufällig sah ich einen Pall, der auf einem anderen hirschähnlichen Pall ritt. Das brachte mich auf eine Idee. Ich sattelte einen dieser Hirsche und versuchte, ihn zu reiten. Es war durchaus bequem und es schien, als könnte ich so meinen Erkundungsradius erweitern. So, Rains Tagebuch 1. Ich weiß nicht, wie es ist, eine richtige Familie zu haben. Mein Vater ist schon lange tot und in das Gesicht meiner Mutter erinnere ich mich gar nicht. Erst stattdessen wurde ich von der Gang und meinem Crispold großgezogen. Ich weiß also, dass es für mich nie etwas anderes geben kann als diese beengte Welt. Die Bandmitglieder sind immerhin dabei sehr und immer bewaffnet. Sie fangen Pals, verticken sie an komische Leute und kriegen dafür im Gegenzug was zu futtern. Auch ich kann mir dann den Magen vollschlagen. Ich glaube nicht, dass die Bandmitglieder mich besonders mögen. Aber sie kümmern sich eben um mich, weil ich seine Tochter bin. Die Tochter ihres alten Chefs. Das glaube ich noch immer, wenn ich hier mittlerweile selbst zu sagen habe. Ja. Das war der erste Boss, den wir besiegt hatten. Die Zoe. Gönne ich mir. Und gönne ich mir. Warte mal. Ich will irgendeinen Pall in der Nähe haben, damit ich sehen kann, wie sehr sich das verbessert. Irgendein. Auf den habe ich gerade eine Fangwahrscheinlichkeit von 5. Wir wissen halt, wie sehr sich das verbessert. Also klar, am Ende fängt lohnt es sich auf jeden Fall. Aber ich will ja trotzdem den Anstieg wissen. Vorher waren es 5, jetzt sind es 19. Ja, es erholt sich schon stark. Erhöht sich stark. Also es lohnt sich. Das grüne Ei, das kommt jetzt da oben rein. Brauchen die unterschiedlich lang? Das letzte hat eine halbe Stunde. Das hier braucht nur 7 Minuten. Die normale Enterhakenpistole, die fühlt sich irgendwie verschwendet an.
Da steht der Preis auch immer bei. So, Weizensaat, ich hätte gerne 4. Und dann darfst du mir vom Rest Feuer drüben. Obwohl, warte mal. Bevor ich hier bei ihm. Gibt auch hier den Pallhändler. Du gibst bestimmt Milch. Na gut, ich würde dich aber eigentlich lieber irgendwo in der Wildnis finden. Na komm, dann gib mir vom Rest hier die Feuerdrüsen. Die hat so eine geringe Reichweite, die Endhakenpistole. Aber kann man ja trotzdem behalten, um so einen Vergleich später zu haben. So, Nahrung, Weizenfelder. Die sind wesentlich größer. Ich wollte gerade sagen, wie lange braucht ihr, um die paar Meter zu latschen? So, jetzt wird auch Weizen angebaut. Das triggert mich jedes Mal aufs Neue. Ja, komm. Ihn in die Box, den reinen Logistiker raus. Mit Strom habe ich momentan noch nichts am Hut. Ich könnte den Dino so ins Team holen. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal meine Rüstung reparieren. Ach, die Hasenohren waren's. Eisfärmangel gibt es nicht mehr. Der kriegt die so gut aus. Die normalen brauche ich mir dann nicht herstellen, wenn ich den hier einmal rumrennen lasse. Wer ist hungrig und gammelt da unten? Wie bist du hier runtergekommen? So. Die würden jetzt eh verschimmeln. Könnte mal beim King Packer gucken, wie viel ich jetzt Verfügung habe. An Prozenten. Muss ja auch gestiegen sein. Komma 17. Keine Chance. Ein Selbstmordkommando. Ich glaube, da oben liegt schon wieder Nei. Ein gewöhnliches Ei. Da hinten auch ein Ei.
Leben am Limit. Sieht mir aus wie ein Ei. Das ist auch ein Ei. Ein heißes Ei. Ich sehe schon wieder Lore. Und ein weiterer Dungeon, in dem ich mich verirren kann. Schichtbrüchiger Tag 18. Ich bin ja genau in der Reihenfolge, in der es vorgesehen ist. Mit jedem Vorfall habe ich mich vom Turm ferngehalten und meine Erkundung auf andere Gebiete ausgedehnt. An mehreren Orten habe ich so etwas wie Höhen entgegen entdeckt. Auch hier waren Menschen am Werk. Wahrscheinlich bedeuten sie Erzadern aus. Ich frage mich, ob die Menschen auch in diesem Fall die Kraft vom Pals nutzen, um diese Steine in den Berg zu treiben. Während mein Geist unter der Last endloser Rätsel zu zerbrechen droht, scheint mir zumindest meine Pals weiterhin zu folgen, vorausgesetzt ich habe genug Futter. Ja, genauso wie mit Haustieren. Solange du Futter hast, mögen sie dich. Hast du keins mehr für sie zur Verfügung, hassen sie dich. Zwielichtiger Händler. Das wäre ein Dungeon. Du siehst wirklich zwielichtig aus. Ach, an ihm verkaufe ich Pals. Nee, lass mal stecken, Junge. Noch mehr Guillotinen hier. Der Vogel macht das Erkunden so viel angenehmer. Nur schade, dass er nicht so extrem hochkommt. Muss echt mal in Ausdauer investieren ein bisschen. Aber nur mit ihnen komme ich an diese Lüftungsstatuen ran. Oder an so etwas. Da sehe ich schon wieder so eine Statue. Noch eine. Wenn die Statue mal ein bisschen gesammelt, kriege ich auch mehr gefangen. Okay, es wird so oder so nicht meine Ausdauer verbraucht, wenn ich auf den Vogel reite. Das konnte ich jetzt gerade sehen. Da oben sehe ich doch schon wieder so ein Ei. Ich werde heute zum Eiersammler. Wir haben so viel eigentlich heute entdeckt. Und trotzdem, das ist nicht mal halbes Spiel. Nicht mal ansatzweise. Ein falsches Jumbo-Ei. Ich sehe da unten noch mal ein Ei.
denke mal, dieser Baum ist Endziel. Da will ich jetzt allerletztes, glaube ich, hin. Vernichten da gerade einen armen Joltok. Danke. Hab mal abgestaubt. Da sehe ich schon wieder was, das mich interessiert. Und zwar der Tod. Weil ich jedes Mal das falsche Stücke. Okay, so verbrauche ich keine Ausdauer. Ich fall nicht ins Wasser, solange ich in dem drin bin. In dem drin bin. Das klingt auch schon wieder so gut. Auf dem drauf sitze. Ich doch gerade eben wieder was grün leuchten gesehen. Also ich wäre auch so hier rüber geflogen. Drei noch, dann kann ich mein Gefangengeschick wieder erweitern. Erhöhe doch mein Fanggeschick. Da war eine Megasphäre drin. Ich sehe schon wieder neu. Da habe ich gerade was richtig Großes in deren Käfig gesehen. Angriff! Frei mal eben kurz das Ding hier. Ich habe einen Arsox befreit. Vor Urzeiten waren Arsox leichte Beute für fleischessende Pals. Ihre Unzufriedenheit mit der gesamten Situation manifestierte sich in sengheißen Flammen. Die haben von Generation zu Generation von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Feuererzeugung und Holzfällen. Hast du deinen Freund gerade umgeniedet? Aber nicht nett. Ich würde gerne mal einen weiteren Schnellreisepunkt finden. Da. Ah, ich sehe die Statue. Warte, war ich hier nicht gerade eben? Ich kann von hier aus, glaube ich, eine Statue sehen.
So, Pallbox Management. Ich habe mittlerweile richtig viele. Er ist praktischer als der andere. Erstmal können wir das eine Ei uns jetzt gönnen. Was ist da drin? Was ist da drin? Das erfahren wir jetzt. Ein Cinnamoff. Ich lese einfach direkt den Pyrex. Er macht Aussatz- und Arzneimittelherstellung. Das Einatmen des Flügelstaubs befördert einen in den siebten Himmel. Bemühungen um strengere Substanzkontrollen scheitern am Widerstand von Pfahlschutzorganisationen. Okay. Dieses Liftmark-Vieh kann auch schon wieder eine Maschinenpistole mit sich tragen. Warum kann ich denn alle eine Knarre in die Hand drücken? Die Megaschild. Die Mühle. Kochtopf. Ich tue mal ein heißes Ei erstmal da rein. Wo ist Kochtopf? Ja, den kriege ich erst mit dem nächsten Level. Eine hitzeresistente Rüstung wäre ganz nett. Pfeile habe ich noch gar nicht erforscht. Dem nächsten Level kann ich mir auch die bessere, den besseren Enterhaken holen. Produktion, Mühle. Die braucht doch nicht so viel. Bauen wir die Mühle doch einfach direkt neben dem Weizenfeld. Die, die jetzt gerade ankommen, die helfen mir zu Unrecht. Beziehungsweise ist jetzt nicht unbedingt nötig. Habe ich wirklich keinen fürs Sehen mehr draußen? Mal statt dem Feuerheini den einen hier draußen. Dass durchgehend einer am Sehen ist. Daraus kann ich Mehl machen und aus Mehl kann ich Brot herstellen. Ich habe 10 mal Mehl. Oh, das läuft ab. Okay, kommt in den Kühlschrank. Ich bringe euch noch irgendwann Sortierung bei. Zusammen mit einem Schlag ins Gesicht. Ich sortiere hier extra und die machen diese Sortierung immer und immer wieder zunichte. Ich habe einfach 112 Pallsphären. Warte. Ich lass mal den arbeiten. Ich habe
1000 Holz. Bin gespannt, was noch so in den Eiern rumgammelt. Etwas kalt? Etwas kühl! Wie viel Feuer willst du noch? Da komm ich mal hier an einem so lange ein bisschen Brot. Ich hab das Teil mit Feuer umringt. Es ist kühl. Du hast Standards. Ich glaube, ich brauche eine Heizung. Im Ernst, das ist lächerlich. Okay, unser Ei ist gebrütet. Irgendein Feuermonster kommt da raus. Eine Flambelle. Flambelle, Flambelle. Offenbar weiter unten. Flambelle. Oh, sieht putzig aus. Wenn es zu heulen anfängt, strömt anstelle von Tränen Lava zu Boden. Die Lava wird sogleich wieder absorbiert, wodurch es immer heißer wird. Je mehr es Holz, desto stärker wird es. Oh. Das ist auch wieder so ein Farmvieh. Was kriege ich, wenn ich das auf die Farm setze? Das Ding produziert Feuerdrüsen. Dann let's go. Kann ich auch Feuerpfeile wechseln? Wenn ich durchgehend da die Produktion habe. Wir nehmen die Dinger und lassen sie einfach überall liegen. So, das saftig grüne Ei. Das braucht 5 Minuten, das braucht auch 5 Minuten. Und das Jumbo-Ei, das braucht richtig lang. Ja, dann erstmal die kleinen Eier. Und das letzte, das Jumbo-Ei, das kann ich dann ja beim nächsten Mal dann ausbrüten. Ich nehme jetzt meinen fliegenden Kameraden und gönne mir, was in meiner Nähe so ist. Da muss ich überfliegen. Da gehe ich auf jeden Fall gleich einmal hin. Ist hier nix? Doch, hier ist eine Kiste. Ich sollte bevorzugt mit denen werfen. Mit den kleinen Palsphären.
das schon wieder ein Ei? Ein zerfurchtes Ei. Zerfurcht? Keine weiteren Fragen. Hier brauche ich den Vogel sogar, um da hochzukommen. Lor. Wir haben Lor gefunden. Am Strand habe ich ein mysteriöses Gerät gefunden. Es scheint eine Art elektronisches Instrument zu sein. Allerdings ist das Design seltsam aus der Zeit gefallen. Es ist in der Lage, Bildmaterial aufzunehmen und zusammen mit den dazugehörigen Informationen zu speichern. Ich habe beschlossen, meine Forschungsprotokolle zusammen mit den Bildern, die ich auf dieser Insel aufnehme, darauf aufzuzeichnen. Warte mal, ist das das Anfangsding nur in die andere Richtung? Ich glaube, ja. Ja. Na gut, mein eines Ei ist wahrscheinlich jetzt gebrütet. Wieder irgendein Überfall. Ach, von dort. Ach, diese Lovandas. Halt mich bereit, einzufangen. Nein, da. Ist auch der letzte. Nee, da oben war noch einer. So, jetzt kann ich mir den Eintrag lesen. Ständig auf der Suche nach dem nächsten One-Night-Stand. Zeigte früher nur Interesse an anderen Pals. Macht sich in letzter Zeit aber auch immer öfter Menschen ran. Kein weiteres Kommentar. Es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, was es ist. Der scheint aber als Mitkämpfer ganz gut zu sein. Es ist sogar ein männliches. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Männchen ist. Hey, ich beschwere mich nicht. So, was haben wir hier drin? Ein Rebbunny. Bunny, 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 Bunny. Dieser Paar hat für gewöhnlich ein Lächeln auf den Lippen. Nur manchmal, wenn Kativa seine Tentakel mal wieder aus Jux verknotet, kann sein Blick absolut dämonisch sein. Das ist auch schon wieder so ein reiner Logistik-Heini. So. Das zerfurchte Ei, das wollte ich da reinlegen. Da kommt bestimmt was Interessantes raus. Schon wieder Kühe.
jetzt nicht, du hast es irgendwie hier oben drauf geschafft. Will ich wissen, wie du das hinbekommen hast? Einfach respawnen lassen und keine weiteren Fragen mehr stellen. Wenn ich Fragen stelle, rege ich mich auf. Ich finde es ein bisschen doof, dass der Timer sich immer zurücksetzt, wenn man das Ei rausnimmt, ne? Oder dass man jetzt nicht sagen kann, hey, ich pack das da rein, mach das Spiel dann aus und beim nächsten Mal ist es dann ausgebrütet. Das habe ich auch schon ausprobiert. Ja, mittlerweile richtig viele von denen. ...37 haben wir schon gefangen und 101, nee, 111 sind es. Wir haben ungefähr ein Drittel. Wir haben auch schon so ein paar von den richtig starken gesehen. Wie kann die jetzt noch mehr kälter geworden sein? Kann doch gar nicht sein, ey. Im Ernst, gibt es irgendwann... Es gibt ja eine Kühlbox. Hier, eine Feuerheizung. Die beiden Dinger braucht man wahrscheinlich später. Auf jeden Fall noch. Okay. Aber sobald ich die Muskete habe. So, was kommt da raus? Ein Fudler. Verarscht mich doch mittlerweile einfach nur. Na gut, das braucht jetzt auch nur 4 Minuten. Lass ich das auch eben kurz noch ausbrüten. Kann ja so lange schon mal die Pläne fürs nächste Mal machen. Also das Jumbo-Ei, das wird auf jeden Fall beim nächsten Mal erst ausgebrütet. Ich will auf jeden Fall die Feuerfeilarmbrust. Das Ding baue ich auf, wenn ich damit denen gezielt die Aufgaben zuteilen kann, dann will ich das Ding haben. Und den Kochtopf müssen wir uns auf jeden Fall mit dem nächsten Level abholen. Also ich habe ein paar Dinge im Fokus. Wie gesagt, diese paar Minuten machen den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Bei dem Steinbau-Set würde mich interessieren, ob ich die alten damit einfach ersetzen kann. Naja, zumindest stylisch habe ich jetzt unten irgendwas hingebaut. Beim nächsten Mal Kochtopf als allererstes natürlich. Ich habe das Gefühl, die Teile hier, die machen gar keinen Unterschied beim Brauen. Oh, doch, machen offenbar einen Unterschied beim Brüten. Naja, die 10 Sekunden sind jetzt auch nicht weiter wichtig. Bin ich gespannt, was da noch rauskommt. Dann setze ich das letzte Ei da rein und das wird beim nächsten Mal ausgebrütet.
Wird ja mindestens ein Viertel vom Stream brauchen. Ein Floppy. Was macht denn ein Floppy? Floppy, Floppy, Floppy. Mag Orte mit viel Grün. Leider häufen sich unter Floppy neuerdings immer mehr Fälle von Heuschnupfen. Ach, ich habe mir auch noch gar nicht angeguckt, was können die denn? Du zum Beispiel. Okay. Ist ein Angreifer. Und er hier? Ach, das ist wahrscheinlich auch so ein Supporter. Floppy, Floppy, Floppy. Wo in der Liste bist du? Ach, guck mal, direkt hier in den nächsten. Guck mal, der sammelt dann für mich Gegenstände ein, während ich an denen vorbeilaufe. Ja, eigentlich auch ganz praktisch. Zumindest während Erkunden. Könnt ihr die bitte aufhören, den Weizen da reinzupacken? Danke. Ich drücke jetzt einmal hier zurück zum Bildschirm, damit das hier abspeichert. Ich habe das Ei jetzt noch nicht reingelegt, ist aber auch nicht weiter wichtig. Ja, Leute. Das war mal wieder ein weiterer Pal-Stream. Wir haben sehr, sehr viel erreicht, würde ich sagen. Haben das Fliegen entdeckt, haben Eier ausgebrütet, haben viele neue Gefährten gesammelt. Haben ja schon jetzt fast ein Drittel ungefähr. Also haben eigentlich sogar ein Drittel. Ich würde es wirklich sagen, war sehr erfolgreich heute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like natürlich auf YouTube da lassen. Ein Follow auf Twitch. Und den YouTube-Zuschauern sage ich an der Stelle schon mal ciao.